Liebe mytischtennis.de User, das olympische Feuer ist erst seit gut einer Woche erloschen, da nimmt die neue Saison bereits volle Fahrt auf. Den Anfang machen ab Mittwoch zwei WTT-Turniere. Beim WTT-Contender in Lima gehen mit Patrick Franziska, Van Bomeng und Kai Stumper drei Deutsche ins Rennen. Der Weltranglisten-10. Franziska ist vor seinem Vereinskollegen Darko Jorgic top gesetzt. Auch beim WTT FIDA, das zeitgleich im tschechischen Olmütz stattfindet, ist eine ganze Reihe deutscher Spielerinnen und Spieler vertreten. André Bertelsmeier, Cedric Meissner, Wim Verdonschott, Tom Schweiger, Franziska Schreiner und Sophia Klee verfolgen die topgesetzten Xiang Peng bzw. Honoka Hashimoto. Vor allem Schreiner kann sich an Position 4 gesetzt einige Erfolge erhoffen. Am Donnerstag beginnt die indische Liga Ultimate Table Tennis. Nach der verletzungsbedingten Absage von Nina Mittelham ist Jörg Bezigayo der einzige deutsche Vertreter. Er ist mit seinem Team Poneri Paltan Table Tennis erstmals am Freitag gefordert. Auch in Deutschland beginnt der Ligabetrieb. Am Freitag starten der SV Werder Bremen und Borussia Dortmund in die TTBL. Die weiteren Spiele des ersten Spieltags folgen am Sonntag und Montag. Außerdem wird am Wochenende die Vorrunde der deutschen Pokalmeisterschaften ausgetragen. 10 Zweitligisten und 6 Drittligisten kämpfen am Sonntag um den Gruppensieg und damit um die Qualifikation für das Achtelfinale. Eine sportliche Woche wünscht das mein Tischtennisteam.